Hallo, ihr Hübschen. Ich möchte euch heute was erzählen. Das erzähle ich ja sowieso immer die ganze Zeit, ne? Ich war vorhin einkaufen. Mein Einkauf steht da, den zeige ich euch auch noch. Und gestern war ich auch einkaufen, besser gesagt, ich war auf dem Weihnachtsmarkt und habe dieses schöne Portemonnaie gefunden. Also, weil mein altes, ja, das ist mein altes hier. Sehr kaputt ist hier so. Ja, also das ist hier alles drin, da kann man sehen, so da drin so ganz kaputt und das Kleingeld, das fiel dann hier so, also hier so durch, so in die nächste, also man kann sozusagen hier überall durchgreifen, so bis hier vorne hin. Und das ist, ja, das war halt sehr schlecht die ganze Zeit, also immer schlimm, deswegen hatte ich dann so einen Teil mir genommen und immer das Kleingeld so da reingemacht, ja, hier so. Und das dann immer hier noch in diesen, also, naja. Und ich war mit meinem Freund halt vor ein paar Wochen einkaufen und er hat sich eins, also ein Portemonnaie gefunden und ausgesucht und gekauft und das war auch sehr schön, das war auch heile. Ich hatte auch eins, also so was Ähnliches in Rot gefunden, aber da war dann halt, wo ich das einräumen wollte, war hier überall die Naht kaputt. Das fiel schon halb auseinander. So, und dann habe ich halt das Portemonnaie umgetauscht. Und ja, habe gedacht, naja, dann vielleicht für später. Ich habe das Geld natürlich für was anderes verwendet, wo ich das wieder geholt habe. Und dann war ich halt gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Wobei ich auch weniger auf den Weihnachtsmarkt gehen wollte. Ich wollte auch gar kein Weihnachten feiern, Leute. Ich gebe es zu. Ich habe da irgendwie so, ja, nicht schlechtes Gefühl, sondern ich finde Weihnachten für mich, wünsche ich mir einfach nur Ruhe und Frieden für alle so. Und Geschenke, die sind für mich eigentlich eher nebensächlich. Und genauso wie, wenn mich einer fragt, was wünschst du dir denn zum Geburtstag oder zu Weihnachten, dann denke ich mir immer, ja, was ich mir wünsche, könnt ihr erstens fast gar nicht so erfüllen und zweitens erfülle ich mir halt meine Wünsche irgendwie irgendwann selber oder das kommt halt so. So, das dazu. Und auf jeden Fall hat mich dieses Portemonnaie dann halt angesprochen, besser gesagt, ich war halt da auf dem Weihnachtsmarkt, habe mir das alles Mögliche angeguckt und wollte mir auch wirklich gar nichts kaufen, ja. Leute, aber das hat mich halt angesprochen, weil ich habe das aufgemacht, also jetzt, da war noch kein Geld drin, ne? Also ich habe das schon eingeräumt. Aber da war dieses hier drin, also guck mal so, dieses Teilchen hier. Das ist halt auch ein Chip für einen Einkaufswagen, aber da ist ein Engel drauf, ja. Und das hat mich so angesprochen, ja. Und auch dieses, dass man hier, ich sag mal, dass man den da so reinstecken kann und dass er drin bleibt, so. Also wenn man den richtig reinsteckt. Und es waren natürlich auch mehrere Portemonnaies da, also mal Geld wieder reinpacken, richtig. Das fällt auch irgendwie gerade raus. Mehrere von der Sorte, also von dieser roten mit diesen Engelchen drin, ja. Und aber ich habe mir die halt auch mal alles so angeguckt, also weil ich weiß, ich habe halt mehrere in der Hand gehabt so. Und dann habe ich dieses hier aufgemacht und dann fiel der Engel halt raus. Bei den anderen fiel mir halt nicht der Engel raus, der fiel halt auch auf dem Boden und dann habe ich so gedacht, so nicht bei mir, sondern ja, bei mir gedacht so und überhaupt zu mir gesagt, ja, das ist wohl ein Zeichen, das Portemonnaie, das ist das Richtige. Und das Schönste, was dann noch auch gab, man konnte halt. Also ich meine jetzt hier, da ist ja schon was drauf, dieses Blatt, das fand ich ja auch sehr schön. Und dann konnte man halt hier seine Initialien also rein aufdrucken lassen, ja. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und ja, ich habe jetzt ein stolzes, schönes Portemonnaie und lasse mein Geld gerne da. Also es ist sehr schön. Ich meine, ich habe es auch gut eingeräumt und finde auch diese also das sind so viele Fächer noch, diese Fachauswahl der Fächer. Finde ich auch ganz toll und ich lasse jetzt mein Geld dankend, also einladend da rein, weil ich meine, das ist ja auch viel schöner, ja, also dieses Portemonnaie, ich meine, ich habe jetzt viel Geld dafür ausgegeben, Leute. Ich möchte jetzt auch keinen Preis sagen, aber das war ja auch mein Lieblingsportemonnaie hier, ne? Also ich meine, das war ja auch schon dick und fett. Und hier, ich hatte das damals gekauft, weil ich mein Handy hier so, ich hatte ein kleineres Handy, wollte mein Handy immer so da reinpacken, ne? So, dass man alles in eine Tasche hat. Und ich meine, ich fand das auch so toll wegen diesem hier. Das konnte man halt sozusagen so mitnehmen, so, ne? Auch ohne Handtasche oder was auch immer.
Und das war wirklich, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon gehalten hat. Ich glaube, 2 Jahre oder so habe ich das oder vielleicht auch ein bisschen länger. Und ja, es ging halt jetzt hier so langsam nach dem ganzen Kleingeld hier ganz kaputt, wie ich das gerade gezeigt habe und gesagt habe, ne? Und ja, da habe ich mir gedacht, Leute, man gönnt sich ja sonst wenig. Also ich meine, ich gönne mir wirklich wenig. Und ich habe dann gedacht, so Hälfte, Hälfte. Also ich meine, ich hatte das Rückgeld ja von dem anderen Portemonnaie, was ich mir ausgesucht habe vor ein paar Wochen, ja, zwar nicht mehr gehabt, aber ich habe mir halt gedacht, ja, es ist doppelt so teuer gewesen als das, was ich mir ausgesucht habe. Aber ich habe mir gesagt, Leute, weil Weihnachtsmarkt ist ja auch bald vorbei und ich habe mir halt dieses Geschenk gemacht für Weihnachten, ein neues Portemonnaie. Und da darf sich das Geld jetzt auch drin wohlfühlen, sozusagen. Und ich bin auch glücklich darüber so. Auch wenn es weniger jetzt bio und vegan ist, weil es ist nämlich echt Leder, Leute. Es tut mir leid, aber es hat mich halt angesprochen und ich meine, was einen anspricht, ja, das sollte man nicht nehmen. Also ich meine, ich hätte ja auch was anderes gucken können und mir irgendwie was online bestellen können, aber ich habe auch weniger was gefunden online. Also ich habe geguckt nach so ein veganes, biologisches Portemonnaie und ja, es war halt nichts da. Und ich denke mal, das ist jetzt für mein nächstes Geld passt es und ich denke, nicht, ich denke, ich weiß, dass ich mir dann, wenn ich wieder ein neues benötige, dann ein anderes kaufen werde, auch ein anderes Material. So viel dazu. Und ja, jetzt zu meinem Einkauf heute, also besser gesagt, es ist heute der, warte, ich gucke mal kurz auf den Kalender, Leute. Es ist nämlich vor, also es ist heute der 22., ja. Ich werde das Video wahrscheinlich zu Weihnachten hochladen. Also zu den Weihnachtstagen. Heute ist halt der 22., morgen ist Samstag, der 23. und natürlich ist dann halt am 24. Heiligabend und so und die Feiertage kommen. Und ich wollte auch gar nicht einkaufen eigentlich. Genau, ich wollte die ganze Zeit nichts machen, Leute, aber ich mach's halt. Weil erstens, ich brauche, also mein Kühlschrank ist leer, ja, also ich habe nicht mehr so viel und ich habe ja auch, irgendwann hat man ja auch Hunger, ne? Man muss ja irgendwie was essen und so. Und dann, ich habe halt die ganze Zeit mit so einer Karte, also ich gehe jetzt, also ich meine, ich gehe auch gerne im Bioladen einkaufen, Leute. Aber egal, wo man, also da komme ich gleich zu dem Thema, was ich sprechen möchte, auch via Bioladen und überhaupt Bio-Sachen und überhaupt, was mir die ganze Zeit anspricht, besser gesagt, was ich mir die ganze Zeit die Gedanken darüber mache, wobei das für alle irgendwie so ist, aber das ist halt für mich so. Und ich wünsche mir eigentlich für dieses Thema, was in mir so ist, also das geht um Plastik, Leute, dass ich wirklich weniger an diese Sachen halt zugreife und das kaufe. Aber das ist, wenn ich mir halt diese Sachen, also diese Lebensmittel so wünsche, das so zu haben und dass er in Plastik eingepackt ist, ja, trotz alledem, ja, ich weiß nicht, was man da noch sonst so machen kann, ne? Auf jeden Fall habe ich ja so eine Sammelkarte, ne? Also so, ich sammle ja Punkte, ne? Darauf wollte ich auch ausgehen, weil ich habe eigentlich nur noch 20 Euro für, ja, jetzt für die nächsten Tage bis nächstes Jahr, um mir was zu kaufen. Und ich hatte aber so einen Hunger, Leute. So. Und ja. Ich habe halt viele, also ich habe jetzt das ganze Jahr Punkte gesammelt und das ist einiges zusammengekommen, dass man halt das Geld ja auch mal irgendwann, also diese Punkte einlösen kann. Das habe ich jetzt mit diesem Einkauf gemacht, das zeige ich euch gleich, wie viel das halt insgesamt gekostet hat und eigentlich wie viel ich dann, ja, jetzt erstmal zu meinem Einkauf. Also hier, ich liebe halt Spinat und auch im Bioladen, Leute, möchte ich hier mal kurz dazu erwähnen, ist meistens das. Also der Spinat auch in Plastiktüten eingepackt, also oder in so ein Plastikzeug, ja. Und ich denke mir mal, hallo, geht es doch vielleicht anders in Papier oder keine Ahnung, was gibt es noch für Materialien dafür? Außer das Einzige, also was gerade nicht in Plastik eingehüllt ist gewesen, ja, also meine schöne leckere Bio, also das ist ein bisschen, das ist nur Gummi dran, ja. Also ich meine, gut, man gibt es ja auch, ich meine, diese Papiertüten.
ich habe dann so dran gedacht, so an diese eckigen Papiertüten, wo immer diese Weintrauben drin waren. So. Ja, also jetzt habe ich hier so Spinat gekauft, Porree. Das räume ich auch gleich, also das benutze ich gleich auch. Und dann habe ich mir dieses hier wieder gekauft. Also die, ich meine, die schmecken auch wirklich lecker. Ich mag die gerne, aber das ist ja hier Pappe sozusagen. Und wenn man dieses dann aufmacht, Leute, es ist für Hygiene, ne? Und überhaupt dieses ganze Zeug, ja, ich meine, die ganze Verpackung Zeug und alles Mögliche. Das kann man sich meiner Meinung nach wirklich der eine oder andere drüber streiten. Aber ich wünsche mir das wirklich von Herzen, dass es das weniger gibt und dass wir irgendwann irgendwie andere Verpackungsmaterialien haben, die auch vielleicht biologisch abbaubar sind oder die man halt ja auf den Kompost schmeißen könnte oder eher auf seinen Kompost halt, ja. Also das kann man ja, also ich ist jetzt einzeln noch eingepackt, eingeschweißt in so Plastikdingern, ja. Schön und gut ist es halt für die also dass es haltbar bleibt, ja. Ne, oder sonst was, dass es nicht aufpappt oder keine Ahnung, dass kein Wasser und Feuchtigkeit dran kommt. Aber dieses Plastik, ja, also das ist schon mal wieder, das sind sozusagen 6 Dinger drin und 6-mal diese Plastikhüllen, ja. Ich hätte mir auch anderes Brot kaufen können. Ich hätte zum Bäcker gehen können und mir da Brot kaufen und ich hätte mir selbst was backen können, ja. Ich gebe es zu, aber ich habe irgendwie keine Muße gerade dazu und ja, und die ganzen, ja, das, ich meine nicht, dass es mehr kosten würde, wenn man das alles da hat, so. Aber ich habe halt jetzt gar kein Mehl da. Also ich habe ja sozusagen aussortiert und ja, sonst müsste ich alles wieder neu kaufen. Ja, und dann habe ich mir halt auch noch dieses Brot gekauft, ja. Soll ich mal ausprobieren erstens. Und zweitens, ja, das ist auch erstmal, sage ich euch, das ist jetzt von der Sicht her, das sieht man nur, wenn man richtig zuguckt, also drauf guckt, das ist doppelt eingeschweißt, es ist doppelt eingepackt. Und ich verstehe wirklich, also, ne, also das ist doppelt eingepackt. Und ich denke mir, hallo, Leute, wieso muss das doppelt eingepackt sein? Es ist doch schon einmal eingeschweißt. Es ist nochmal 2-mal Plastik mehr. Also ich meine, ich hätte wirklich alles weglassen können, dieses ganze Zeug. Also ich meine, das zu kaufen. Aber was soll ich denn dann kaufen? Weil erstens, wenn ich auch im Bioladen gehe, also ich werde euch nachher Bilder zeigen, die ich fotografiert habe, wo auch Preise drauf sind. Vielleicht lasse ich das auch weg, aber ich kann dazu was sagen. Nicht, ich kann, also das ist einfach so, ja. Du gehst in den Laden rein und du siehst eigentlich nur Plastik vor dir. Wenn du richtig da, also wenn du da so reingehst, wie ich halt gerade mit dem Gefühl so, man sieht nur Plastik. Man sieht nur Plastik, also irgendwie Plastik, Kunststoff, alles in Plastik und Kunststoff eingepackt. So, außer vielleicht jetzt hier mal meine Dinger hier, Aufstrich, ja. Im Glas. Ja, wieso gibt es das Brot nicht im Glas? Na ja, gut. Es ist halt so, ne? Ich weiß nicht, das muss halt billig sein. Keine Ahnung, wie auch immer, auch für die Leute, die das produzieren. Aber das ist, meiner Meinung nach, ist das unbillig. Also genauso wie das hier. Das hätte man auch vielleicht in eine Papptüte einpacken können und nicht in diese Plastiktüte. Gut, es ist Edeka. Ja, Aber, ja. So viel dazu. Und das wünsche ich mir halt so. Ja, das ist halt schon Pappe hier drunter. Warum? Ja, da kann man doch auch, weiß ich nicht. Also meiner Meinung nach kann man da auch irgendwie eine andere Materialien da drüber packen, um das zu verpacken. So. Ja, und hier, das hier, das ist mein Zwiebelbeutel, den habe ich mir auch geholt. Da ist auch einfach eigentlich dieses Beutelchen, das Ding da hier. Das ist auch Plastik. Ja, das ist auch aus Plastik. Hä? Ja, Mann. So. Ich reg mich auf zwar darüber jetzt ein bisschen, also ich reg mich eigentlich nicht auf, aber ich habe es ja alt gekauft, ja. Also ich wünsche mir wirklich für nächstes Jahr, dass ich da von diesen Materialien, also ich meine von diesen Tütendinger hier auch überhaupt weniger von kaufe und wirklich auch das Geld und die nötigen, also die nötigen Gelder und die nötigen, ja, das nötige Sache habe da oder überhaupt wirklich da weiterhin drauf achte, ja. Noch weniger Plastik zu kaufen, ja. Das wünsche ich mir von Herzen für mich auch. Also meine, für mich, weil es mir dann, ich weiß, dass es mir dann auch besser sich anfühlt, aber so viele Materialien, Leute, das ist alles in Plastik, ja. Und ich sage ja, ich habe letztens mal gesagt in irgendeinem Video, ich weiß nicht mehr welches, also auch bei YouTube und gestern auch nochmal, also ich war gestern Abend, hatte ich dieses Plastik-Thema wieder, also ich war mit meinem Hund Gassi,
vor 23 Uhr. Und dann kam mir wieder so diese Plastik, weil erstens, also ich meine, ich gehe im Wald spazieren und überall liegt das Müll zwischendurch drum. Also, ne, also ich meine, es liegt zwischendurch Müll rum oder auch überall auf dem Parkplatz irgendwo schmeißt jemand seinen Plastikmüll irgendwo hin, ja. Das meiste nehme ich mit, aber ich meine, wenn man abends, nachts da spazieren geht, dann nehme ich keine, erstens auch sowieso keine Tüte mit. Also ich meine, wenn ich jetzt einen blauen Sack mitnehme, ist auch Plastik. So, ja. Also müsste ich eigentlich, also meiner Meinung müsste ich oder dürfte ich und sollte ich so einen Wollbeutel mitnehmen und darin den Müll sammeln und dann den Müll bei mir irgendwie entsorgen. Also ich meine, in den Mülltonnen oder in, was weiß ich, da wo es halt möglich ist, ja. Oder wo es eigentlich hingehört, meiner Meinung. Ja, und dann habe ich halt auch darüber nachgedacht, so ja, schön, es gibt ja viele Leute, Menschen, die Pfandflaschen sammeln, ja. Also diese Plastik-Handflaschen und die Dosen, ja, weil erstens, also die einen, die das wegschmeißen, die haben wahrscheinlich zu wenig, viel Geld, ja, oder weiß ich nicht, was für Gedanken die haben, warum sie das wegschmeißen, es kann auch sein, ich meine, ich weiß es auch, von meinem Gefühl her, sind es auch viele Kinder, die einfach ihre Sachen einfach rumschmeißen, weshalb auch immer, woher das Gefühl kommt oder, ja, vom Zuhause oder wie auch immer, das weiß ich auch, das habe ich auch ein paar Mal schon gesehen, so jugendliche Kinder, die einfach ihre Pfandflaschen oder überhaupt ihre, ja, Punika, Oase, was auch immer, wegschmeißen. Das ist ja auch Plastik und nicht nur Plastik, sondern auch dieses Alufolienzeug ist da drin. Und das liegt da überall rum. So, ja? Und dann kam mir das gestern auch, diese Gedanke und auch diese Gedanke mit diesen Pfandflaschen. Ja, das ist echt schade. Ich meine, ich bin dankbar, wenn ich Pfandflaschen finde, Leute. ich nehme die auch mit. So, aber es ist doch, das ist doch traurig, wenn Menschen wirklich Pfandflaschen sammeln müssen, dürfen, können, sollen, was immer sie auch dazu treibt oder was auch immer dazu sie bewegt, weil es einfach diese Sache ist, ja, dass sie vielleicht zu wenig Geld haben, ja, und das sammeln. So, dann sage ich immer Dankeschön, dass sie das sammeln, ja, weil erstens machen sie ein bisschen umweltfreundlich, ja, die haben halt, da danke ich auch. Also ich meine, ich sage dann immer mir, das ist, andererseits ist es unschön, aber für mich ist es dann wunderschön, dass die Leute erstens dann das erstens gerade gefunden haben, gesammelt haben für sich und das Geld dann für sich auch verwenden, um sich was Schönes zu tun, also so was zu kaufen. Ich meine jetzt Lebensmittel zum Beispiel, also ich meine wirklich was Schönes. Viele, die sammeln das auch, um sich ja mit Alkohol zu kippen, ja, weil ihr Leben sich sinnvoll oder sinnlos, meine ich, sinnlos anfühlt. Das ist auch so eine Sache. Das ist jeder für sich. Das ist alle jeder seinen Weg. Aber meine Gedanken dazu, die kamen halt gestern Abend, also gestern Nacht. Und dann war ich halt online, ja. Bei Facebook war ich live online und habe das nochmal so gesagt mir, auch meine Freundin so, dass ich mir wünsche, ja, wirklich, dass es Glasflaschen gibt, dass die Shampoo und Shampoosorten und alles, was es halt so gibt, noch an Putzmittel und Reinigungsmittel und Waschmittel, dass es das in Zukunft vielleicht in Pfandglasflaschen gibt oder Pfandglasbehältnisse, ja. Meinetwegen, dass da 50, 1 Euro noch Pfand drauf ist, dass man das wieder zurückbringt und dass man, dass es dann halt irgendwie läuft, ja, und dass das wiederverwertet wird und wiederverwendet wird und ja, wie auch immer. Das wünsche ich mir irgendwie. Also das habe ich, die Gedanken habe ich die ganze Zeit dazu, ja. Also jetzt weiter zu meinem ganzen Zeug hier. Also da habe ich mir auch, das ist ja eigentlich auch Plastik, ja, also fast Kunststoff, nein, Cut. Das ist hier Dose jetzt, ne? Kokosnussmilch, ne? So. Das kann ich auch sagen, die Verpackung, ja, ist auch zu wünschen übrig, meine ich. Immer wieder. So. Und dann dazu ja hier, das habe ich mir dann auch noch mitgenommen. Ich wusste halt nicht, also ich habe nur gedacht, ich habe halt noch Reismilch da. Und heute dann habe ich gedacht, das für Frühstück, zum Frühstück essen. Und Kichererbsen-Dingszeug da. Also man kann das alles selber machen, Leute. Ich weiß es. Ich habe es auch gemacht. Also ich meine, ich habe es ja gelernt. Also das eine und andere, ne? Aber ja, genauso wie sowas hier. Hallo? Da steht Bio drauf. Schon wieder. Plastik, Leute. Warum ist das in Plastik? Warum?
Was ist das so? Das ist doch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich meine, ich sag mal, ich bin ja immer so, ich meine nicht immer so, sondern ich bin ja auch so aufgewachsen. Man ist mit Plastik aufgewachsen, ja, und man macht sich vielleicht dann irgendwann Gedanken so um das ganze Plastikkonsum, ja. Und ja, wünschte ich halt was anderes. Jetzt habe ich ein bisschen... So, ich habe ja auch hier, sag ich mal, eine Plastiktüte. Die habe ich mir auch irgendwann gekauft. Ja, ich weiß, die ist auch schon älter, aber ich sag mal, ich verwende sie ja auch. Ich nehme sie immer mit zum Einkaufen, dann kommen immer die Pfandflaschen rein und dann benutze ich das alles, ja. Also, einmal kann man, also zu dieser Tasche kann man sagen, da kann man sich glücklich schätzen, weil man sie ja alles benutzt. Und ich habe auch viele Stofftaschen, kann ich was sagen, Stofftaschen und Baumwollstaschen, die ich dann auch mitnehme, wenn ich dann mal einkaufe. Wobei, ich nehme wirklich immer Taschen mit zum Einkaufen. Ich kaufe keine Plastiktüte. Die Plastiktüten, die wer kauft, das ist eigentlich mein Schatzi, weil weiß ich auch nicht, warum der meint, also nicht warum, also er nimmt das halt als Mülltüte, ja, immer noch. Und ich gehe davon, also ich meine, mein Gefühl geht davon außerdem sowieso weg. Und ja, ich bin immer dabei, es zu sehr zu reduzieren, auch wenn es halt jetzt Ende des Jahres ist und auch nicht nur Ende des Jahres, sondern ja, Ende des Monats und man hat halt weniger Geld und würde wirklich lieber am liebsten das Zeug nehmen, also diese ganzen Materialien, die weniger in Plastik eingehüllt sind. So, das ist mein Wunsch und das ist einfach die Sache, die ich so da mit habe. Und dann hier so viel... Also ich hatte nur 20 Euro und habe für 25,30 Euro eingekauft, weil ich nämlich Punkte gesammelt habe. Ich habe 1513 Punkte auf meine Karte gesammelt, also diese Punkte-Sammelkarten. Und hatte dann halt 15,13 Euro. Ja. Und das ist, ich finde das schön. Ich habe auch jetzt schon wieder 12 Punkte ersteigert, also erworben und sammle dann ab. Die morgen und ab nächstes Jahr sowieso wieder neu, weil ich da einkaufen gehe. Also ich gehe im Marktkauf ein. Also ne, tut mir leid. Ich sammle halt gerne Punkte. Und ich finde, das Marktkauf ist auch zu wertschätzen, weil sie wirklich Bio-Produkte anbieten auch. Ja, auch wenn ich immer noch sage, diese Bio-Produkte, das ist ja nicht von dem Laden, das ist ja vom Hersteller, ja. Der Hersteller, der hat halt das ganze Zeug in Plastik und dann kommt das im Laden und da kann der Laden weniger zu, wenn ich kann ja keinen Laden jetzt sagen, jetzt hier Marktkauf, tut mal hier diesen Spinat in was anderes verpacken oder was auch immer, das ist halt so und das ist halt so eine Sache. Der Hersteller, das Laden und der Verbraucher. Wenn der Verbraucher damit aufhört, das zu verbrauchen und zu kaufen, dann hört es vielleicht irgendwann auf. Wobei ich sagen möchte, wenn ich die Einzige dann bin, die damit aufhört, das alles zu kaufen, dann lohnt sich das auch fast weniger. Aber wobei, was ist denn dein Hintergrund? Ah, das ist mein Porri. Guck mal hier, Porri-Stange im Bild. Aber ich werde das auf jeden Fall nächstes Jahr angehen, wirklich Leute. Und ich werde euch davon berichten, weil ich mir das wünsche, das auch wirklich so zu machen. Und ich werde auch von diesen Shampoos, diese ganzen Plastik-Shampoo-Dinger und sowas, die in Shampoo eingepackt sind, werde ich von absehen. Also in Zukunft weiterhin absehen und diese Sache zu kaufen. Ach, und dann noch eine Sache bei der Kasse, die ich euch erzählen möchte, weil ich ja... Ich habe eine Kasse erwischt, wo gerade noch nicht viel los war, wobei der ganze Laden war voll oder ist voll. Und morgen wird es wahrscheinlich noch voller sein, weil es ist ja vor Heiligabend und vor Weihnachten. Es ist ja Notstand. Es gibt ja wahrscheinlich nach Weihnachten nichts mehr zu kaufen, ne? So in der Art, ne? Und dann war ich halt bei der Kasse. Und dann kam halt eine Kollegin von der Kassiererin, die dann ja irgendwie... in Tränen ausgebrochen ist, Und die Kollegin hat sie in den Arm genommen und ich habe halt geduldig gewartet, Leute. Andere würden vielleicht sagen, hey, ich will jetzt nach Hause oder was weiß ich. Also die haben Stress so, ich muss da die letzten Geschenke kaufen oder so. Und ich eher nicht. Ich habe da nur das alles Ganze beobachtet in Ruhe und habe mich auch bei ihr so bedankt und überhaupt auch innerlich so bedankt, so an...
weil ich weiß nicht genau, was sie hat jetzt, ne? Warum sie weint und so. Also ich habe nicht gefragt und keine Ahnung. Ich habe nur mir gesagt, so, man kann echt stolz sein auf diese Menschen, die gerade noch arbeiten, ja, und vielleicht irgendeinen Schicksalsschlag erlebt oder erlebt haben oder erleben und eigentlich zu Hause bleiben würden, weil sie, ja, von diesen ganzen, was passiert ist, noch heulen würden. Und ich habe echt nicht gedacht, ich denke, wie ich jetzt eine echt starke Frau, die das ja so meistert und weitermacht, trotz dass sie gerade ja Tränen in den Augen hat und auch überhaupt wirklich geweint hat. Und dann habe ich habe halt in Ruhe eingepackt und so bezahlt und so und habe ihr eine Karte von mir geschenkt und habe ihr gesagt, ich habe noch ein Geschenk für sie und wünsche noch einen schönen Tag und so weiter und Weihnachten und tschüss, ne? Und besser gesagt, dann kam noch eine, die hat sich dann vorgedrängelt, besser gesagt, nicht vorgedrängelt, sie hat gefragt, wirklich die anderen, weil sie nur zwei Dinge hatte und ich war noch gar nicht fertig mit meinen, mit meinen Sachen zum Wegräumen und Geld einstecken oder was auch immer, Tausch mit dem Geld und mit dem ganzen. Ne, und naja, hat alles funktioniert. Ich habe nur gedacht, also wo ich in dem Laden war, nicht gedacht, sondern ich habe gespürt, ich war ja wirklich bei mir. Ich habe mich voll abgegrenzt und fand es auch wirklich schön und toll. Ich meine, nicht toll, sondern ich finde es eigentlich traurig, dass so wenig Bio-Leute, also so wenig Leute Bio kaufen, ja. Weil ich war in dieser Bio-Abteilung oder Bio-Dings, ne? War ich alleine so mit mir. Da war nicht so viel so Verkehr von den Menschen als in den anderen Gängen, ja. Und ich habe gedacht, oh, wie schön, ich kann in Ruhe jetzt meine Sachen angucken hier oder genießen oder gucken, was ich mir wirklich jetzt kaufen möchte. Wobei ich dann immer wieder davor stand und dachte so, hallo Plastik, hallo, ich weiß nicht weiter. Das, ja, wirklich, da war einfach, es ist einfach so viel. Es ist so viel Plastik da. Ja, so viel dazu. Und das war jetzt so mein Bericht, Einkaufsbericht, Plastikbericht und schöne Sachenbericht. Also, ich meine, mein Portemonnaie ist sehr schön. Da können sich jetzt die Leute auch streiten. Hätte man auch anderes Material kaufen können. Aber ich kann auch dazu noch sagen, dass viele Menschen so in den Mittel, also in, so auf der Seite und der Seite, also im, sich noch nicht, also ich meine, sie sind entscheidungsfähig, ja, und sie haben die Möglichkeit und haben sich auch entschieden, den einen, sag ich mal, beide Richtungen sind ja auch richtig für diesen Moment und dieses Gefühl, ja. Ob du jetzt sagst, so, ich kaufe mir jetzt hier voll die geilen Lederschuhe, also ich meine überhaupt, oder irgendwelche Sachen, die, ja, keine Ahnung, die einen so, und ich finde das, es ist weniger verwerflich, Leute, das ist für mich, Leute, wenn dir das anspricht, ja, egal, was du dir kaufst oder dir wünschst, ja, und wenn du sagst, es ist für dich gut, ja, dann ist es einfach gut so, dann sollte, also ich meine, hallo, ist Respekt, Toleranz, jetzt hör auf damit, irgendjemanden schlecht zu machen, nur weil er jetzt sagt, so, ja, ich bin eigentlich jetzt vegan oder ich bin jetzt vegan und hab dann trotzdem vielleicht ein Fell zu Hause liegen, weil es vielleicht ja entweder geschenkt worden ist oder weil es ja oder gerade gekommen ist oder weil es einfach ein Fell ist, was schon jahrelang im Schrank liegt und das erst gerade wieder rausgerupft wird und denkt so, ah, Schande, was habe ich mir denn früher alles gekauft oder so, ja? So viel dazu. Also, hä, das ist doch weniger, also das ist ja eine stetige Veränderung. Jeder Atemzug und ja, das ist nur meine Meinung dazu. Und ich meine, dieses Portemonnaie, das hat mich halt angesprochen, weil eigentlich hat es mir angesprochen, eigentlich nur wegen diesem Engel, ja. Ich hätte auch nur den Engel kaufen können und hätte dann wirklich wieder kein richtiges tolles Portemonnaie, wo das Geld immer noch da durchfällt oder halbwegs so, ne. Ich meine, zwischen diese ganzen, und man findet das ganze Geld nicht, also, oder versucht sein Kleingeld wieder zu finden, so in der Art. Weil das alte Portemonnaie habe ich ja auch vor dem ganzen Sachen jetzt gekauft, von dem ich gesagt habe, so, ich esse jetzt nur noch vegan, also ich esse jetzt nur noch vegan, so. Wirklich. Ich habe bisher kein Fleisch mehr angerührt und keine Milch. So viel dazu und auch keine Eier. Eier sowieso schon lange nicht mehr. Und alles andere, das ist halt, das dauert ein bisschen. Also ich meine, man kann sich ja nicht von heute auf morgen so alles verändern und schmeißt alle, ich meine auch die ganzen Reinigungsmittel, die ich noch habe, ja.
Also ich verwende die natürlich noch, weil ich die halt irgendwann auf Vorrat gekauft habe oder weil die einfach da waren oder da sind und ja, das ist halt so. Die sind halt noch im Schrank und werden entweder verbraucht oder verwendet oder verschenkt oder ja, weiß ich nicht, bleibt erstmal da. Also das, ich weiß nur, dass ich das die einen und anderen Sachen, die ich noch habe, also Reinigungsmittel, dass ich die verwenden werde, natürlich, weil ich sie ja damals gekauft habe. So, erstens. Und zweitens denke ich ja trotz alledem darüber nach, wie ich halt in Zukunft weiter meine Wohnung sauber halte, ohne diese ganzen, erstens Chemie, ohne diesen ganzen Plastik in allen möglichen Sachen. Und ja, das ist halt noch weiter Gänge und nicht nur Gänge, sondern das wird schon, sage ich euch. Ich habe da richtig Spaß dran, auch das so zu in meinen Kopf so zu sagen, so jetzt ist genug oder ab dann ist jetzt genug oder ich meine, man kann immer wieder zurückfallen in irgendwas und sagen, ach Scheiß, ich habe jetzt schon wieder Plastik gekauft oder ich habe schon wieder bei Lieferheld Essen bestellt, weil ich keine Lust hatte zu kochen oder zum Einkaufen oder so. Das habe ich übrigens gestern gemacht, Leute, und das war wirklich wieder ein Fehler. Ich gebe es zu. Es war ja auch nur eine Kleinigkeit an Preis, ja. Aber ich hatte ja nichts da. Also ich meine, ich habe wenig da gerade. Ich habe eine Kokosnuss da und eine Fenchel. Was soll man mit einer Kokosnuss, Fenchel und Reismilch machen? Also, ja. Und dann habe ich das andere bestellt und habe schon wieder, also ich meine, das war so eklig, Leute. Naja, das war das letzte Mal wirklich. Also, ich habe damit jetzt abgeschlossen. Ich koche nur noch. Also ich hole mir selber immer was jetzt und mache meine Küche selbst. Also, naja. Das sind so Gedanken. So. Und dann habe ich mir auch gesagt, so, nicht nur gesagt, sondern dann kam mir wieder so. Ich habe mir letztens gesagt, ich bestelle da nicht mehr. Und dann habe ich es wieder gemacht. Und das ist diese Sache. Wenn man das nicht und so und kein, also das kommt ja immer wieder. Wenn du jedes Mal immer das, ich mach das nicht, ich mach das nicht und gehe auch nicht auf Klo, ich muss auch nicht und überhaupt nicht und du musst ja eigentlich nichts, ja, aber du kannst, also du musst es nicht, aber das kommt dann, ja, also ich meine, wenn man sich selber sagt, ich muss nicht, dann muss ich trotzdem auf Toilette, so also irgendwann, ne? Sogar vielleicht im gleichen Moment. So viel dazu, also. Ich habe ja die ganze Zeit nicht die Gabe, sondern ich bin dabei, wirklich dieses Wort nicht, das versuche ich schon seit ein paar Monaten, ich glaube sogar schon seit 2 Jahren oder so, aus meinem Gedächtnis zu streichen, aber irgendwie kommt es immer mal hoch. Tut mir auch leid. Nein, ich meine, das tut mir für mich leid, nicht für euch, weil es ist ja meine Sache, was ich damit mache, ne? So viel dazu, also jetzt ist genug. Leute, ich habe jetzt selber 30 Minuten gequatscht, sonst quatsche ich euch noch zu. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen und noch schöne Weihnachten, ne? Ciao.